zeig mir dein Vaterherz, o Gott. Ganz nah bei dir, von deiner Liebe eng umfangen. Die Kinder bleiben, möchten wir für immer. Als Sohn und Tochter wollen wir anbeten. Zeig mir dein Vaterherz, o Gott. Ganz nah bei dir, von deiner Liebe eng umfangen, Herr. Die Kinder bleiben, möchten wir für immer. Zeig mir dein Vaterherz, o Gott. Zeig mir dein Vaterherz, o Gott. Vater, ich komme her zu dir. Vater, die Angst ich nun verlier. Bringt Heilung her, zeig mir dein Vaterherz, o Gott. Vater, ich komme her zu dir, Vater, die Angst ich nun verlier, Vater, dein Geist bringt Heilung her, zeig mir dein Vaterherz, o Gott, zeig mir dein Vaterherz, o Gott, zeig mir dein Vaterherz, o Gott, ganz nah bei dir, von deiner Liebe eng umfangen, Herr. Wie Kinder bleiben möchten wir für so Tochter wollen wir anbeten. Zeig mir dein Vaterherz, o Gott. Ganz nah bei dir, von deiner Liebe eng umfangen, Herr. Die Kinder bleiben möchten wir für immer. Zeig mir dein Vaterherz, o Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, wir grüßen euch herzlich zum heutigen Gottesdienst. Ja, mit einem für Menschen, sowohl Mann als auch Frau, sehr schwierigen Thema, nämlich wieder aus der Bergpredigt von Ehebruch und von Ehescheidung. Das ist ein Thema, über das viel diskutiert wird, auch in den Kirchen. Die einen verwerfen es ganz, die
anderen suchen andere Lösungen. Wir wollen heute Morgen schauen, was Jesus dazu zu sagen hat und wollen von ihm lernen. Ja, wir singen das erste Lied. Das ist die Nummer 673. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Nummer 673. Psalm 19. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigsalm. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeih mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. Lass dir Wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Amen.
Ja, wir kommen vor dich mit all dem, was uns bewegt und ja, wo wir versagt haben und was uns von dir trennt. Herr, wir haben ein Thema heute, ja, das vor deinem Gesetz einfach, aber für Menschen schwierig zu behandeln und vor allen Dingen oft schwierig zu leben ist. Ja, wir bitten dich, dass du uns hier die Richtung zeigst. Ja, dass du uns zeigst, wie wir mit Eheproblemen umgehen. Dass du uns sagst, was wir tun und was wir lassen sollen. Wir bitten dich, vergib du uns, wenn wir gefehlt haben, in Gedanken, Worten und Werken. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Du bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Gebt unserem Gott die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe. Herr Jesus Christus, du hast uns gesagt, dass wir dir folgen sollen. Ja, du hast uns auch Vergebung zugesagt für das, was wir falsch gemacht haben. Ja, gib, dass wir heute von dir lernen, was du uns zum Thema Ehebruch und Ehescheidung zu sagen hast. Ja, nimm die Härte aus diesem Gesetz heraus. Und überflute du uns mit deiner Liebe, indem du uns deine Wege zeigst und gehen lässt. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, 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 Amen. Steht im Johannesevangelium, Kapitel 8, 1 bis 11. Jesus aber ging zu dem Ölberg. Am nächsten Morgen kehrte er sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten sich um ihn. Er setzte sich und begann zu ihnen zu sprechen. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie so, dass sie von allen gesehen wurde. Dann sagten sie zu Jesus: Diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. In unserem Gesetz schreibt Mose vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete Jesus sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch noch nie gesündigt hat, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie: Wo sind sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie.
Gut, sagte Jesus. Ich will dich auch nicht verurteilen. Du kannst gehen, aber tu es nicht wieder. Halleluja! Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Halleluja! Halleluja, Halleluja! Wir wollen das nächste Lied miteinander singen. Das ist die Nummer 347, Ach bleib mit deiner Gnade, die Strophen 1 bis 3. Nummer 347, 1 bis 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Amen. Wir lesen im Matthäus-Evangelium den Predigtext, und zwar Kapitel 5, 27 bis 32. Ihr wisst auch, dass es heißt, zerstöre keine Ehe. Ich aber sage euch, wer die Frau seines anderen auch nur ansieht und sie haben will, hat in Gedanken schon ihre Ehe zerstört. Wenn dich dein rechtes Auge verführen will, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, du verlierst ein Glied deines Körpers, als dass du ganz in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand verführen will, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, du verlierst ein Glied deines Körpers, als dass du ganz in die Hölle kommst. Bisher hieß es, wer sich von seiner Frau trennen will, muss ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau trennt, außer er hat mit ihr in einer vom Gesetz verbotenen Verbindung gelebt, der zerstört ihre Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, wird zum Ehebrecher. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, diese beiden Texte stehen, so könnte man denken, im völligen Widerspruch zueinander. Im Predigttext sagt Jesus ganz klar, was geht und was nicht geht. Und ich denke, an diesem Text hat sich auch die
Kirche in den Jahrhunderten ihres Bestehens orientiert. Denn wie sonst ist es zu erklären, dass unsere katholischen Brüder und Schwestern nach einer Scheidung nicht mehr kirchlich heiraten dürfen, noch zum Tisch des Herrn zugelassen sind. Nach dem Gesetz ist eine Ehe schon gebrochen, wenn man nur die Frau seines Freundes ansieht. Sind wir dann nicht alle, so wie wir hier sind, Ehebrecher und Ehebrecherinnen? Ja, ich denke, dem ist so. Aber diese Härte hat natürlich auch ihren Ursprung. Nach dem jüdischen Gesetz musste eine Frau gesteinigt werden, wenn sie beim Ehebruch ertappt worden ist. Wie es umgekehrt der Fall ist, geht nicht eindeutig hervor. Und so ist es auch zu erklären, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten wieder einmal Jesus eine Falle stellen wollten, wie so oft schon. Als sie nämlich die Ehebrecherin zu ihm hinführten und sie anklagten. Jesus schrieb etwas auf die Erde. Was er schrieb, ist nicht bekannt. In vielen Verfilmungen ist es ein Herz, was auch durchaus möglich ist und was sicherlich auch Sinn machen würde. Jesus schwieg zunächst. Und sie hörten nicht auf zu fragen. Und dann spricht Jesus die Worte, die uns allen im Gedächtnis sind. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus verurteilt den Ehebruch und auch die Ehescheidung. Wir sprechen bei jeder Trauung die Worte, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Diese Worte sind wahr. Was Gott zusammengefügt hat, ist vom menschlichen Sinn eigentlich überhaupt nicht zu trennen. Aber wie sieht das aus, wenn wir hören, dass in vielen Ehen häusliche und sexuelle Gewalt herrscht? Nicht nur vom Mann, sondern, was vielfach übersehen wird, ob nun bewusst oder unbewusst, auch von Frauen. Wie soll man damit umgehen, wenn unter dieser Gewalt nicht nur der Partner, sondern vor allen Dingen auch die Kinder leiden müssen? Ist da nicht ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende? Ja, so kann man argumentieren und ich denke, so muss man auch menschlich gesehen argumentieren. Was hier vorgefallen ist bei der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, wissen wir nicht.
Und ich denke, das ist hier auch nicht das, was Jesus umtreibt. Jesus sagt hier ganz klar, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und macht hier wieder einmal deutlich, wie in so vielen Texten, gerade in der Bergpredigt, die wir im Moment ja behandeln, dass er um unsere Schuld und um unsere Unvollkommenheit und um unsere Sündhaftigkeit weiß. Jesus macht keinen Standesunterschied. Jesus verurteilt die hohen Priester und Schriftgelehrten genauso als Sünder wie das sogenannte einfache Volk. Und macht damit deutlich, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, ich habe es schon öfter gesagt, nach Gottes Gesetz zu leben. Nach Gottes Gesetz wären wir in diesem Fall alle Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Und von denjenigen, deren Ehen geschieden wurden, gar nicht zu reden. Natürlich muss Jesus darauf hinweisen, dass ein Ehebruch und auch eine Ehescheidung vor Gott ein Gesetzesbruch ist. Er weist darauf hin, dass wir mit solchen Entscheidungen nicht leichtfertig umgehen sollen, ja gar fahrlässig umgehen sollen. Wir wissen, dass die Scheidungsrate gerade in unserem Land in den letzten Jahren rasant gestiegen ist. Das kann viele Ursachen haben. Noch vor 30 Jahren war es vielfach so, dass ein Familienmitglied gearbeitet hat und damit für die Ernährung der Familie sorgte. Das hieß, einer war vom anderen abhängig. Nun ist eine Abhängigkeit bei uns so etwas negativ verschrien. Eine Abhängigkeit, ja, ist schlicht etwas, was der moderne Mensch heute einfach nicht mehr will. Und in der Folgezeit änderte sich das Familienbild ja auch komplett, wie wir wissen. Heute ist es ja in den meisten Fällen so, dass beide Partner berufstätig sind und ja die viel gepriesene Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, die als relativ einfach hingestellt wird, in der Praxis doch nicht immer so ganz einfach zu bewältigen ist, was auch wieder Konflikte mit sich bringt. Abhängig finanziell ist niemand mehr vom anderen, aber diese Unabhängigkeit hat auch zur Folge, dass viele Probleme häufig übergangen werden, weil man eben unabhängig ist. Ich möchte das nicht verurteilen, das steht mir ebenso wenig zu, wie die Ehebrecherin für ihre Sündhaftigkeit verurteilt werden kann, weil wir, wie gesagt, alle vor Gott und seinem Gesetz nicht bestehen können. Aber es fällt halt eben auf und es fällt auch ins Gewicht. Wie gesagt, ich möchte darüber nicht richten. Aber Jesus hat auch ganz klar gemacht, dass wir darüber nachdenken sollten, wie wir mit unseren Verhältnissen, mit unseren Beziehungen umgehen. Eine Beziehung, die einmal zerstört ist, ist schwer wieder herzustellen oder schwer reparabel.
Eine Beziehung, in der geredet wird, hat eher Chancen und Möglichkeiten, wiederhergestellt oder repariert zu werden. Ja, das macht Jesus deutlich. Und er macht damit auch deutlich, dass seine Worte ewig Bestand haben. Aber im Predigttext verurteilt er die Ehebrecherin ausdrücklich nicht. Noch einmal, weil er um unsere Unvollkommenheit weiß. Wenn andere dich nicht verurteilen, verurteile ich dich auch nicht. Und so ist die Falle, die die hohen Priester und Schriftgelehrten Jesus wieder einmal stellen wollten, zum Scheitern verurteilt. Da sie auch erkennen müssen, ob sie wollen oder nicht, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Aber wie können wir vor Gott bestehen? Ja, es ist eigentlich immer wieder ein und dieselbe Antwort. Indem wir Jesus um Rat fragen und indem wir ihn ja um Vergebung bitten. Um Vergebung für das, was wir falsch gemacht haben, unseren Partnern und Partnerinnen gegenüber, unseren Kindern gegenüber, ja, einfach unserem Mitmenschen gegenüber. Wir machen jeden Tag Fehler, sobald wir morgens die Augen öffnen. Das ist uns oft gar nicht bewusst, aber es ist so. Wir können aus Jesu Vergebung heraus leben und nur aus Jesu Vergebung heraus leben. Das sagt er auch der Frau. Ich verurteile dich nicht. Geh hin und tu's nicht wieder, soll heißen, versuche, ein besseres Leben zu führen. Aus diesem Grund heraus ist dieses Thema eben auch so schwierig. Da sehen wir wieder einmal unser Schwarz-Weiß-Denken. Entweder völlig rein, oder, jetzt mal ganz salopp ausgedrückt, völlig verdorben. Aber so einfach ist es nicht und so einfach macht Jesus sich das auch nicht. Er gibt uns immer wieder, egal was wir tun, die Chance, zu ihm zu finden, um für unsere Taten um Vergebung zu bitten. Wenn wir uns darüber klar sind, was wir falsch gemacht haben und diese Taten bereuen, so drücke ich es jetzt einfach mal aus, haben wir die Chance, um Vergebung zu bitten. Und wo Jesus uns vergibt, sind wir auch wieder berechtigt, zum Tisch des Herrn zu treten. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Warum soll einer oder eine, die die Hölle auf Erden in ihrer Ehe mitgemacht hat, nicht vor Gott wieder glücklich werden? Das ist die Kernbotschaft dieser Geschichte. Einmal der Hinweis auf das Gesetz und einmal die Vergebung aus der Liebe und Güte und Gnade Jesu heraus, die uns deutlich macht, dass wir ohne Jesu Liebe und vor allem ohne seine Vergebung nicht leben können. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du uns darauf hinweist, was das Gesetz des Vaters ist. Dass du uns klar sagst, was geht und was nicht geht. Aber dass du uns auf der anderen Seite immer wieder darauf hinweist, dass wir vieles, gerade weil wir Menschen sind, gar nicht befolgen können. Und dass du uns deine Vergebung zusagst.
Dafür danken wir dir, dass wir jetzt vor dir stehen können und dir die Ehre geben können. Amen. Amen. Erhebet Gott den Herrn. Jesus Christus ist aller Herr. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Allein.
deine Freiheit schenken willst. Die Freiheit, die wirklich frei macht, nämlich deine Vergebung, deine Güte und deine Liebe. Ja, dafür danken wir dir, dass wir heute hier stehen können, dass wir dich erheben dürfen als unseren Herrn und König. Amen. Klatscht in die Hände und jauchzt. Hände und jauchzt. Folgendes bekannt zu geben. Unser nächster Gottesdienst ist am kommenden Sonntag. Dann haben wir den 11. Sonntag nach Trinitatis. Hierzu laden wir wieder recht herzlich ein. Gebetsanliegen, Wunschlieder und Glaubenszeugnisse können gerne gesandt werden über unsere bekannten Adressen. Es darf auch weiterhin online gespendet werden. Der Hinweis jetzt in eigener Sache. Wir weisen einfach nochmal darauf hin, dass unsere Online-Gottesdienste auf vielfachen Wunsch hin weitergehen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich an dieser Stelle einmal für die so lange Unterstützung und das Gebet, das ihr für uns immer wieder bereithaltet. So wollen wir miteinander Fürbitte halten. Ja, lieber Vater durch Jesus Christus, du hast uns das Gesetz gegeben. Das Gesetz in den 10 Geboten und das Gesetz in den 5 Büchern Mose. Ja, das ist ein Leitfaden für unser Leben. Aber wir sind uns auch bewusst darüber, dass wir diese Vollkommenheit des Gesetzes aus unserer eigenen Kraft nicht erreichen können. Wir sind dankbar dafür, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, aus dessen Vergebung heraus und aus dessen Liebe heraus wir leben können und durch seine Vermittlung du uns vergibst. Ja, Herr, wir bitten dich, lass unsere Ehen gelingen, dass das, was du einst zusammengefügt hast, Bestand hat. Ja, wir bitten dich darum, dass du allen Partnern hilfst, auch denen, die es schwer miteinander haben und die einander müde geworden sind. Ja, erfülle diese Ehen mit neuem Leben durch deine Liebe, die so unbegreiflich hoch ist. Kyrie eleison, Kyrie.
dich für alle, deren Ehen kurz vorm Bruch oder für die, die schon in Scheidung stehen. Ja, wir wissen, dass das vor deinem Gesetz falsch ist, aber noch einmal, wir wissen, dass wir Menschen sind. Ja, bewahre alle diese Menschen davor, dass sie verzweifeln, ja, dass sie einsam werden, verbittert oder unglücklich. Zeige du ihnen Wege in Jesu Namen, dass auch sie wieder glücklich werden können. Und eröffne du ihnen durch Jesu Vergebung die Teilnahme am Mahl des Herrn. Ja, wir bitten dich für alle Familien. Ja, gib, dass gerade die Kinder an solchen Situationen nicht zerbrechen. Ja, dass sie nicht darunter leiden müssen, wenn die Eltern sich nicht mehr verstehen. Ja, wir bitten dich, stelle du die Familie unter deinen Schutz. Unter deinen Schutz, der so gut ist wie ein Junge unter dem Flügel seiner Mutter. Wir danken dir dafür, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, der immer wieder ja, zur Versöhnung und Vergebung aufruft. Ja, wir bitten dich für die Politik, dass sie ja, die Familie wieder unter besonderen Schutz stellt. Unter den Schutz, den du der Ehe und der Familie gegeben hast. Ich möchte hier allerdings auch andere Lebensgemeinschaften nicht ausschließen. Ja, du weißt, was gut und was recht ist. Herr, gib, dass wir das auch wissen. Und wo wir versagen, vergib uns. In der Stille beten wir weiter um das, was uns bewegt, ängstigt, sorgt, aber auch was uns freut, worüber wir dankbar sind und wofür wir dich loben möchten. Herr Jesus, bei dir ist die Vergebung und bei dir ist viel Erlösung. Das hast du uns zugesagt. Ja, du hast uns zu Kindern des Vaters gemacht, die jetzt voll Vertrauen mit dem nächsten Lied zu dir beten. Thank you.
Schwestern und Brüder, wir sind dankbar dafür, dass wir auch mit diesem schwierigen Thema mit euch Gottesdienst feiern konnten. Es ist immer wieder schön zu spüren, dass wir auch ja, online zusammen sind. Und wir wollen jetzt miteinander das Schlusslied singen. Das ist die Nummer 347, 4 bis 6. Nummer 347, 4 bis 6. Segen des Herrn in diesen Abend und in den Rest der Woche. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns und seiner Schöpfung seinen Frieden. Amen, Amen, Amen.